Stadt-TV Bad Hersfeld. Sehen und hören, was uns bewegt. Heute kommen die Fußballerinnen von Frankfurt hierher. Können Sie uns da noch kurz was zu sagen, wer alles kommt? Ja, die Truppe kommt so gut wie komplett. Und die waren ja gestern in Lispenhausen. Und ich spiele ja auch schon seit Jahrzehnten Fußball und muss sagen, ich habe das noch nie erlebt, dass ein Fußballspiel 36-0 endet. Aber ich denke mal, das ist auch ein Beweis dafür, dass die Mädels das sehr ernst genommen haben. Ich habe mit dem Trainer geredet, der sagt, ich will volle Leistung sehen und nicht jetzt hier geplänkelt. Das hat uns riesig Spaß gemacht und ich freue mich deswegen auch insbesondere, weil der erste FFC Frankfurt auch SMOG-Mitglied ist im Club 200. Diejenigen, die mehr als 200 im Jahr bezahlen wollen und können, die sind Club 200 Mitglied und das hat der FFC gemacht. Und das bin ich richtig stolz drauf, dass wir sowas haben in unseren Reihen. Lira Bayramay. Und Saskia Batusiak. Und Jennifer Marochan. Simone Laudea. Kim Kulik. Woran wollen Sie sich beim FFC messen lassen? Ja, also mein eigener Anspruch, denke ich auch. Das ist immer versuchen, das Maximum zu erreichen, das Maximum zu geben und hoffe natürlich auch, dass wir gemeinsam Erfolge feiern können. Die Voraussetzungen sind auch vorhanden. Wir haben eine gute Mannschaft, also gute Spiele. Jetzt müssen wir eine richtig enge, verschworene Einheit werden. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir alle Möglichkeiten. Das öffentliche Interesse an Ihrem Team ist ja gewaltig. Kann man das ausblenden bei der täglichen Arbeit? Ja, wir sind ja jetzt erst wieder mit dem FFC-Team quasi seit ein paar Tagen erst wieder zusammen. Also wir konzentrieren uns hier auf unser Training. Wir haben hier gute Bedingungen in Bad Hersfeld. Wir sind hier im Trainingslager und ja, also jetzt steht erstmal die Arbeit im Vordergrund und Anfang September beginnen dann die Spiele wieder. Ja, also ich fand, dass das Medieninteresse von Anfang an da war und auch sehr hoch war. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass es in Schweden auch so ist. Klar kannten wir das von der WM in Deutschland, aber man war dann doch schon überrascht, dass so viel Interesse da war. Wie sehen Sie das heute, insbesondere auf die gewonnene Europameisterschaft? Ja, ich glaube, damit haben wir uns halt noch mehr Respekt verschaffen und ist natürlich eine riesengroße Anerkennung für uns und das haben wir uns verdient und ich denke mal, da können wir mit einer breiten Brust auftreten. Es war ja auch wirklich ein super Spiel und eine tolle Leistung, die Sie da gebracht haben. Das stimmt, ja, also sonst hätten wir es ja nicht gewonnen. Ja, die Gerüchte nehmen an, Sie wollen da auch nicht widersprechen? Nee, ganz im Gegenteil, wir fühlen uns hier sehr wohl, wir haben mittlerweile viele Fans aus Bad Hersfeld gewonnen, die auch regelmäßig unsere Spiele besuchen. Wir haben hier gute Voraussetzungen und ich glaube, wir werden uns gut vorbereiten auf das, was in diesem Jahr auf uns wartet und die Mädels freuen sich auf das, was ansteht beim ersten FFC Frankfurt. Bei den Frauensportarten ist der Frauenfußball überhaupt der Sport, der am meisten Potenzial hat. Wir wollen das leben mit dem ersten FFC Frankfurt und die anderen Vereine in der Bundesliga auch. Das ist eine aufstrebende Sportart, wo auch die Bundesligaspiele demnächst auf Eurosport zum Teil zu sehen sein werden, die Spitzenspiele. Also immer mehr Berührungspunkte für Sie alle, die hier auch sind, den Frauenfußball zu verfolgen. Dafür wünschen wir Ihnen viel Spaß und heute natürlich mit den Mädels, die Sie hier vor Ort sehen.